Hallo liebe 1000 PS-Fans, herzlich willkommen zum Klemseck 101. Ich bin ja schon Traditionalist, weil ich zum zweiten Mal hier bin. Es ist heuer so, neben mir der Andi Seiler, PR-Profi von Kawasaki in Deutschland. Heuer erstmals eine Essenza-Rennkategorie, das heißt die Hersteller bauten oder haben gebaut eigene Motorräder, um da teilzunehmen. Und ihr von Kawasaki habt eine Vulcan S umgebaut. Was ist da alles anders? Ich muss kurz einmal, ihr seht das eh, wie geil das ausschaut. Schaut aus wie ein Dragster. Gut gewählt eigentlich mit dem langen Radstand, die Vulcan S. Erzähl ein bisschen drüber. Also zunächst mal muss man die Regeln mal kurz erklären von Essenza. Zwei Räder, zwei Zylinder, maximal 1200 Kubikzentimeter. Und da wird es bei Kawasaki ein bisschen schwierig, nur 1200er mit zwei Zylindern zu finden. Wir sind halt bekannt für unsere reinen Vierzylinder. Da haben wir uns überlegt, wir machen was Ungewöhnliches. Deswegen auch das Projekt Underdog, das passt zu Kawasaki. So ein bisschen tiefstapeln. Wir haben gedacht, wir nehmen eine Vulcan S, weil das ist das neuere Motorrad im Vergleich zu einer IR6N. Und wie du schon sagst, bringt die idealen Voraussetzungen mit. Langer Radstand, flach angestellte Gabel, das heißt, die Tendenz zum Wheelie ist nicht so groß und du kannst die Leistung hinten besser auf die Straße bringen. Wir haben hier den Vulcan S Motor stark überarbeitet. Andere Kolben mit einem Kompressionsring. Wir haben andere Nockenwellen. Kanalführung ist umgearbeitet. Eine Einspritzanlage mit zwei Einspritzdüsen pro Zylinder von der ZX-10R umgebaut. Die hat jetzt 43 mm Durchmesser statt 36. Eine super leichte Titan-Auspuffanlage von Moto Life Racing. Also was bringt die jetzt leistungsmäßig? Die hat 90 PS. Also wir wollen da gar nicht hochstapeln, wir sind die Tiefstapler. 90 PS. Das Gute ist, wir haben eine hervorragende Pilotin, die Francesca Gasperi aus Italien. Das ist eine Kawasaki-Testfahrerin, die letztes Jahr schon hier am Klemseck mit der H2R gefahren ist. Und die sollte die Leistung locker im Griff haben, denke ich mal. Sie muss hier die Achtelmeile sozusagen bestreiten gegen einen oder eine andere Fahrerin. Was glaubst du, wie weit sie kommen wird? Na, Francesca hat in der vergangenen Woche ca. 70 Starts hingelegt. Okay. Am Schluss waren schwarze Striche im Asphalt. Also ich glaube schon, dass wir ganz gute Karten haben, weil bei diesen Achtelmeile-Sprints, das sind so knapp 200 Meter, 180, 190 Meter, kommt es auch auf Reaktionszeit an. Du musst einen guten Start hinlegen, das ist die halbe Miete. Und du schaltest bei 180 Metern so bis in den dritten Gang, den drehst du nur aus und darüber müsstest du dann vierten. Also das könnte gerade so ausgehen, dass wir mit drei Gängen auskommen. Und da ist sie ziemlich flott unterwegs. Und das Motorrad ist leicht, 185 Kilogramm. Und Francesca ist auch leicht. Also das passt. Eine leichte Frau auf einem leichten Motorrad, das leistungsmäßig gewiss nicht das Stärkste sein wird. Weil andere Hersteller, BMW, Harley, die haben da auch was zu bieten, auch coole Geräte. Aber ich glaube auch, dass dieses Konzept fruchten könnte. Man wird sehen. Wir haben es uns jedenfalls jetzt schon angeschaut, weil es ja jetzt noch vor dem Rennbetrieb so ausschaut, wie es ausschaut. Na, da wird nichts passieren. Sie kann nee. Das ja, die Francesca. Andi, vielen Dank für das Interview. Vielleicht sollte man noch ganz kurz die Firmen erwähnen, die hier maßgeblich daran beteiligt waren. Kawasaki war nur der Initiator. Ausgeführt haben Design und Chassis der Thomas Holzner von Warm-Up in Aalen. Und für das Motortuning war Dieter Priese vom Motorrad Höhle in Schriesheim verantwortlich. Zwei Händler, die dafür bekannt sind, dass sie viel in Sachen Customizing tun. Die bauen alles Mögliche um. Und man sieht das Ergebnis. Wir können, glaube ich, stolz drauf sein. Sie haben eine super Arbeit gelassen. Nochmal danke. Und hier am Klemseck 101 haben die auch sozusagen die Möglichkeit, es dann sozusagen zu sehen, wie gut sie gearbeitet haben, wenn das dann fruchtet. Genau, ist auch nicht ganz unwichtig, weil neben den Sprints, es gibt einen Sprint hier am Klemseck, es gibt einen an der Intermod, es gibt jeweils Einzelwertung und eine Gesamtwertung und dann gibt es noch eine Wertung Design, wo 50% namhafte Tuner oder Designer abstimmen werden und 50% der Endkunden können auf Facebook voten für dein Motorrad. Und ich denke, wir haben hier was hingestellt. Ja. Das haben wir schon gesehen an den Reaktionen hier vor Ort und nicht nur hier vor Ort, auch im Netz, dass den Leuten dieses Motorrad gefällt. Also ich denke, das ist super geil. Also nur vom Namen her, ein Underdog schaut sehr cool aus. Und du hast es schon erwähnt, Intermod in Köln. Was können wir von Kawasaki überhaupt erwarten? Kannst du schon was rauslassen? Also wir werden uns das... Überrascht, ne? Nein, überhaupt nicht. Ich muss halt entsprechend meine Antwort formulieren. Es ist so, dass wir ein paar Motorräder bekommen für die Intermod. Wir müssen uns das aber aufteilen mit den italienischen Kollegen. Die haben die EICMA im November, da werdet ihr auch sein. Und es sind einige Neuheiten, die werden wir genau in der Mitte teilen. Die Hälfte zur Intermod und die andere Hälfte zur EICMA. Das muss für jetzt genügen. Na, es genügt eh, weil wir sind schon ganz geil auf die Intermod. Wir sind jetzt aber noch geiler auf Klemseck 101, dass der Underdog hier gut abschneidet. Wünschen wir dir alles Gute. Danke für das Interview und viel Spaß noch. Danke.